Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wissen Sie, Herr Minister Jäger, ich glaube, es ist kein großes Geheimnis, dass ich Sie gerne und häufig kritisiere und dass ich jetzt mal aus rein fachlicher Sicht, ich sage mal, nicht gerade der größte Fan bin. Aber trotz allem müssen Sie auch zugeben, dass ich dabei im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich fair agiere. Ich meine, ich glaube, ich bin aus der Opposition so ziemlich der Einzige, der Sie im Innenausschuss oder auch hier, da wo es aus meiner Sicht sachlich und fachlich richtig ist, auch mal verteidigt und der nicht einfach nur draufhaut, weil sich gerade irgendeine Gelegenheit bietet. Ja, letzte Woche erst wieder ein sehr gutes Beispiel, wo es zum Beispiel um ihr Konzept der Reduzierung der Einsatzbelastung bei der Polizei im Fußball ging, wo CDU und FDP geradezu auf sie eingedroschen haben, habe ich nicht in diesen Comment eingestimmt, sondern habe mich vor sie gestellt und ihr Konzept verteidigt, weil es im Grundsatz einfach richtig ist. Ja, auch wenn in der Umsetzung hier und da Fehler passiert sind. Machen wir uns nichts vor, wo Menschen agieren, werden Fehler gemacht. Das ist so sicher wie der Tod um die Steuern. Die einzig wichtige Frage dabei ist doch, wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus, um die Fehlerquote zumindest in der Zukunft so gering wie möglich zu halten? Und deshalb gehört es für meine Fraktion, aber auch für mich persönlich, einfach zu meinem Selbstverständnis, Kritik nicht immer und überall völlig undifferenziert zu äußern, in der Hoffnung, dadurch vielleicht mal irgendwann eine Presseerwähnung zu bekommen. Ich habe auch die Hoffnung, dass durch dieses Vorgehen dann die Kritik von meiner Seite oder dann bei Kritik von meiner Seite eventuell auch mal hingehört wird und nicht einfach nur gesagt wird, ja, der ist ja von der Opposition, die kritisieren immer nur alles, was ich mache und die kritisieren einfach jeden, da brauche ich gar nicht mehr hinhören. Aber Sie, Herr Jäger, Sie machen es mir echt schwer, diesem Prinzip treu zu bleiben. Egal, was passiert und egal, wie viele Fehler begangen werden, Sie stellen sich hier hin oder natürlich am liebsten vor die Kameras mit den Cojones eines Elefanten und sagen sinngemäß immer den gleichen Satz. Das Innenministerium hat alles richtig gemacht und wenn was falsch gelaufen ist, dann war es nicht unsere Schuld. Wir müssen uns hier alle mal klar machen, worüber wir reden. Wir reden hier über 4.000 bis 5.000 Personen, bei denen einem schon der gesunde Menschenverstand sagen muss, dass der Großteil hochgradig gewaltbereit ist. Das sind Menschen, die suchen die Gewalt nicht nur, nein, die haben da sogar Spaß dran. Und die Polizei ist in deren Augen sowieso der Gegner. Und Frau Schäfer, bei diesen Menschen, da hilft auch keine Deeskalationsstrategie mehr. So wie es bei normalen Einsätzen der Fall ist. Wenn die Polizei nicht eskaliert, dann machen die das für die. Und in so einer Situation kommt die Polizei mit 1.300 Beamten und ist mit einem Verhältnis von 4:1 hoffnungslos unterlegen. Also, liebe Kollegen von der regierungstragenden Fraktion und Herr Minister Jäger, wenn das so geplant sein sollte, dann kann ich den ca. 50 verletzten Beamten nur anraten, eventuell mal eine Klage gegen den Dienstherrn anzustreben, wegen Verletzung der Fürsorgepflicht. Und dass wir hier und heute nicht von mehr als 50 verletzten Beamten sprechen, ist zu einem großen Teil nichts weiter als pures Glück. Und da, wo es kein Glück war, ist es auch mal an der Zeit, den eingesetzten Beamten, und zwar denen, die in voller Montur mittendrin standen, einfach mal für ihren Einsatz zu danken. Ihnen dafür zu danken, dass sie wenigstens versucht haben, das Versagen der Führungsebene, und da spreche ich das MIG insbesondere mit an, so gut es ging, zu kompensieren. Und trotz all dieser Bemühungen lief der Einsatz im Großen und Ganzen einfach richtig schlecht. Weil Sie sich auf Zahlen der CIS verlassen haben. Einer Datei, die, wie Sie jetzt eindrucksvoll selbst erleben durften, völlig zu Recht seit Jahren in der Kritik steht. Dieses Chaos in Köln, und das war nichts weiter als ein Chaos, ist das Ergebnis Ihrer Politik. Und trotz allem, Herr Minister, wenn man Sie so reden hört, könnte man meinen, der Innenminister ist quasi qua Amt fehlerbefreit und die Polizei natürlich auch. Aber wissen Sie, die Polizei selber hat es wenigstens zum Teil eingesehen. Da haben wenigstens die unteren Ebenen Fehler eingeräumt. Man bemerkte einen gewissen Lernprozess. Bei Ihnen allerdings nicht. Und genau das fördert nicht gerade das Vertrauen in Ihr Amt, das fördert nicht das Vertrauen in Ihre Person und es fördert nicht das Vertrauen in Ihr Handeln. Sie müssen sich über eines bewusst sein. Ich kann es völlig nachvollziehen, wenn Sie der Opposition irgendwann nicht mehr zuhören, weil Sie sagen, die Kritik ist nicht glaubwürdig, die kritisieren doch sowieso alles, was ich mache. Aber genauso sind Sie nicht glaubwürdig, wenn Sie sich ständig hinstellen und sagen, Sie hätten immer alles richtig gemacht. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schatz.